Das haben wir gemacht. Dann wollte ich ein bisschen gucken. Ich wollte gucken. Okay, also, was haben wir denn hier? Black Separation Crystal, Banish Phantom, Return Home. Wahrscheinlich zwei verschiedene Effekte. Ich weiß nicht, was Phantom ist. Kann man damit auf jeden Fall verhindern, auflösen. Oder Return Home. Wahrscheinlich zum Startgebiet zurück. Genau, und dann hier so Gegengifte und sowas. Ich habe Wurfmesser, ich erinnere mich. Item Menu. Ich habe gerade eine dumme Idee. Ich habe hier Knochen. Kann ich Siffen Knochen geben? Kann droppen. Vielleicht geht das. Large Soul of a Nameless Soldier. Use to acquire souls. Damit kriege ich einfach nur Seelen, ne? Weiß ich aber immer nicht, wie viel steht das dabei. Nee. Soul of Moonlight Butterfly. Acquire many souls or create unique weapon. Was? Braucht viele Seelen? Oder erschaffe eine einzigartige Waffe. Soul of Mystical Moonlight Butterfly, which flitters in the Darkroot Garden. Okay, also Seele eines mystischen Schmetterlings, Mondlichtschmetterlings, welcher flattern im Dunkelwurzelgarten. Special beings have special souls. The butterfly soul is creation of Thief the Scaleless. Okay. Used to acquire a huge amount of souls. Or to create a unique weapon. Seelen sind nicht so viel wert. Aber a unique weapon. Maybe. Mega die krasse Waffe. Man weiß es nicht. Humanity. Rare tiny black sprite found on corpses. Used to gain one humanity and restore a large amount of HP. This black sprite is called humanity, but little is known about its true nature. Das ist korrekt. If the soul is the source of all life, then what distinguishes the humanity we hold within ourselves? Ich habe keine Ahnung, warum fragst du mich das? Was ist Dark Sign? The Dark Sign signifies in a cursed undead. Okay. Those branded with it are reborn after death, but will one day lose their mind and go hello. Ich raff gar nichts. Death triggers the dark sign, which returns its barrier to the last bonfire rested at, but at the cost of all humanity and souls. Keine Ahnung. Okay, aber wir versuchen das mal mit dem... mit dem Knochen. Das wird ein Abenteuer, Leute. Macht euch was auf was bereit. Wir füttern jetzt Sif. Und danach gucken, was hinter dem Drachen ist, weil ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also das Spiel haut halt einen so Wörter entgegen. Humanity, Menschlichkeit, Undead, Hollow, Curse oder so. Und ich denke mir so, ja, okay. Ich weiß nicht, was es einen Unterschied macht, ob ich Menschlichkeit habe oder nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, ob ich
gehollowed bin oder nicht. Ich weiß nicht, was es mir bringt, untot zu sein oder nicht. Ich glaube, ohne externe Erklärungen findet man das auch nicht raus. Ich habe mir ja schon mal Humanity gegeben und weiß auch mittlerweile, wo das im Interface angezeigt wird, nämlich oben links, da wo die beiden Nullen sind. Und man sieht da mehr aus wie ein Mensch, nicht so wie ich jetzt hier, so abgemagert oder wie auch immer. Es kann sein, also was zum Beispiel so ist, okay, ich rede mit verschiedenen NPCs und vielleicht wollen einige NPCs nur mit Menschen oder mit Wesen, die Menschlichkeit haben, was zu tun haben und andere nicht oder so. Das wäre eine denkbare Sache. Was könnte es noch machen? Vielleicht ist man stärker, wenn man ein Mensch ist? Ich würde sagen, nein. Also, in WoW-Lore ist man eher stärker, wenn man ein Untoter ist. Weil man zum Beispiel nie durstig ist, nie hungrig ist, man braucht keinen Schlaf und man hält wahrscheinlich auch mehr Schmerzen aus und all solche Sachen. Sagt man den Untoten zumindest nach. Aber ich weiß nicht, wie das in Dark Souls Logik ist. Ich habe nämlich hier den Eindruck, dass Untotsein eher so Lowbop bedeutet und Humanity haben was Cooles ist. Also hier ist wahrscheinlich umgekehrt. Jetzt natürlich, wie mache ich das? Weil er springt mich ja sofort an. Ich werde mal versuchen. Okay, ich muss das irgendwie anders machen. Das dauert viel zu lange. Item Menu. Change Order. Tauschen? Nee. Hä? Okay, es ist ganz oben. So, ich mach so, mach so, mach so, mach so. Also eine Herausforderung. So, ich versuche hinter diesem Grabstein oder was das ist zu kommen, da wo der das Schwert rausgezogen hat. Da habe ich nämlich ein bisschen Zeit, um in dem Menü rumzufummeln. Dann drücke ich auf Drop und dann hoffe ich, dass der Hund zum Knochen geht, den frisst. Und dann sind wir Best Buddies und dann reite ich auf den Hund. Okay. Sehr gut, sehr gut. Keine Orientierung hier. Okay, neuer Versuch. Ich glaube, ohne Anvisieren ist besser. Vielleicht ganz am Anfang, damit ich schielen kann im Zweifel oder blocken kann und danach ohne anvisieren, weil ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, wenn ich so rückwärts laufe. Dafür kenne ich den Kampfdings nicht gut genug. Die Arena. Okay, neuer Versuch, Leute. Dieser Pipo-Counter, ne? Der Counter wird einfach aufhören. Da ist kein 31:0 mehr. Da wird einfach sein, nein, Pipo und Maurice sind jetzt Freunde. Pipo braucht Leon nicht mehr. Pipo ist jetzt Maurice sein Hund.
Und zusammen reiten wir den Sonnenuntergang. Stop the count, genau. Also ich habe Pipo bisher einmal getroffen, ne? Und er hat mich angesprungen, also da war Freundschaft auf den ersten Blick. Ich dachte, du magst keine Hunde. Naja, weiß ich nicht. Mit Barbecue-Soße schmeckt eigentlich alles. Oh, 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 oh. Ja, was denn? Jetzt seid nicht so schockiert. Ist auch nur ein Säugetier. Genauso wie eine Kuh. Kühe sind auch voll süß. Genauso süß wie Hunde. Seid nicht so wählerisch in euren Haustieren. Ich hole mir eine Kuh. Wollen wir mal sehen. Und ich nenne sie Erna. Dann gibt es auch immer Milch im Studio. Stell dir das mal vor. Okay. Ach, Mano. Ich meine, ich könnte mir auch könnte mir auch die Knochen hier ins Menü legen, also da, wo ich Estus habe. Aber ich glaube, wenn ich dann aktiviere, dann ist immer gleich Use und nicht Drop. Ich will ja droppen. Oder kann ich direkt am Anfang droppen, wenn er mich anspringt? Also solange er nicht diesen Dreher macht, ne, wo er den Beyblade spielt, habe ich ja in seinen Beinen einen Moment, ihn zu melken. Nee, war doch nicht die Kuh, war der Hund. Da kann ich dann den Knochen dahin legen. Den Hund melken. Gab es diese eine Simpsons-Folge, wo... Was war das nochmal? War das Rattenmilch? Was in der Schule verkauft wurde? Ich meine ja. Ja, dass Männer Nippel haben, ist ja auch so ein Ding, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr Intelligent Design? Die Vorstellung vom Intelligent Design? Also, Anhänger vom Intelligent Design sagen, dass bestimmte Dinge
so, also in Hinsicht auf Lebewesen in der Biologie, dass bestimmte Dinge so komplex sind und so weiter, dass das ja nicht durch Zufall passieren könne, weshalb es einen intelligenten Designer bedarf, der da sein Händchen im Spiel hat. Mit anderen Worten, die sagen zum Beispiel, ein typisches Beispiel ist das Auge für im Intelligent Design, dass sie sagen, ja, das Auge ist so ein komplexes Organ, das könne nicht in der Evolutionstheorie einfach so entstanden sein, vor allem, weil es sich nicht reduzieren lässt. Ist natürlich völliger Bullshit, lässt sich reduzieren, whatever. Aber es gibt halt so viele Gegenargumente, die wenn es diesen... Ich habe nicht den Eindruck, dass Pipo den Knochen mag. Bester Movie Silves. Gibt doch viel komplexere Augen als das menschliche. Ja, es geht eher darum, dass es einen. Also die Argumentation verläuft eher darauf, dass es heißt, dass es keine reduzierbare Komplexität gäbe. Also die Argumentation lautet, ja, du kannst halt nicht was wegnehmen von der Komplexität des menschlichen Auges, weil sonst würde das Auge nicht mehr funktionieren. Das heißt, das Auge kann sich nicht aus was anderem raus entwickelt haben. Ist aber Bullshit, stimmt einfach nicht. Einfach mal wieder extrem. Nee, das sind einfach nur Wissenschaftsleugner, die keine Ahnung haben, wovon sie reden. Und das ist nicht vereinfacht. Die behaupten nur immer, dass sich niemand ernsthaft mit sie befassen würde, aber es gibt so viele Artikel, wo einfach gezeigt wird, dass sie einfach völligen Käse reden. Weil man sich eben schon ab und zu mal mit denen ernsthaft befasst hat. Weil die reden halt einfach Schwachsinn. Du vereinfachst die Argumente. Nee, hör einfach mal auf, deinen Blödsinn hier weiter zu vertreten. Oh, ich kann hier hoch. Wir machen ja hier keine dreistündige Vorlesung darüber. Und nur mal so nebenbei, wahrscheinlich kennst du den Stream noch nicht lange. Ich habe hier teilweise schon mal irgendwie 10 Stunden am Stück oder so wissenschaftlich Sachen hergeleitet, hat niemanden interessiert. Das war unser Zuschauer-Negativrekord. Also. Ich kann Sachen sehr, sehr, sehr ausführlich und objektiv und in aller Detailtreue darstellen. Interessiert dann aber niemanden mehr. Und versteht auch im Übrigen kaum noch einer. Rekord ist Rekord, stimmt. Rekord ist Rekord. Okay, in die Höhle oder da lang? Wir gehen mal in die Höhle. Was sind das denn für Jungs? Die sehen stark aus. Der hat immer gebackstabbt. Ich kann noch gar nicht ihre Moves.
Okay, wenn man sie trifft, interessiert die das nicht. Shit. Schwierig. Oh. Ich glaube, wenn er allein ist, gar kein Problem. Okay. Ja. Was ist das hier für ein... Die leben hier, glaube ich, oder? Sieht so ein bisschen so aus. Hier sind überall Töpfe und... Weiß nicht, was ist das hier für ein... Ah. Blight Town. Okay, das ist also ein eigenständiges Gebiet anscheinend hier. Key to New Londo Ruins. War ich in New Londo? Oder war ich in einem anderen Londo? Ich war schon mal in einem Londo. Ich weiß aber nicht, ob es Old oder New oder so war. Aber ich war schon mal in einem Londo. Hier ist ein Leiter. Was ist denn da für ein ekelhaftes Gewürm? Okay. Kann ihn nicht anvisieren. Doch jetzt. Ekelhaft. Weg mit dir. Hier geht's runter. Da hinten ist wieder irgendein, also wie gesagt, da hinten ist so ein Wurm oder sowas. Oder eine Larve, ich hab keine Ahnung. Was Insektoides. Rollen, deswegen. So. Scheiße. Ach komm schon. Na gut. Ich denke aber, also wenn ich die... Ich bin ja...
in die Höhle rein. Und gegenüber war ein Turm irgendwie. Da könnte ein Bonfire drin sein. Würde ich erwarten. Noch nicht sicher. Ist zumindest häufig so, dass die Bonfires in so... Vielleicht nicht in Türmen, aber... in so Räumen sind, sagen wir mal so. Das ist an so einer zentralen Stelle. Das könnte auch gut hinkommen vom Abstand. Weil so weit ist es nicht, ne? Weil geht so. Mal gucken. Schwierig zu sagen. Schlucht macht hier auf jeden Fall einen sehr gigantischen Eindruck. Kolossal. Da ist nichts. Wollen wir kurz gucken, ob man hier vielleicht die Brücke überqueren, nochmal in die andere Richtung gehen sollte. Oder vielleicht Brücke. Nur ein Brett. Oder Bretter. Technisch gesehen eine Brücke. Wo führt der Weg hier hin? New London Ruins. Ich habe einen Schlüssel hierfür. Das sieht ziemlich cool aus. Irgendwie. Was mit ihm? Ich kann den töten. Aber die sehen eigentlich freundlich aus. Oder zumindest verzweifelt. Nicht feindselig. Die sind alle ziemlich wehklagend. Drücke ich mich mal so aus. Was ist denn mit ihm? Blaues Feuer. Was macht es? Okay. Scheint ein sehr angenehmer Tod zu sein. Warte mal ab, Ladies, ich muss noch hier kurz einen Drink einwerfen. Warum habe ich die nicht getroffen? Kann man die nicht treffen? Ich glaube, man kann ihn nicht treffen. Das heißt, man muss den einfach ausweichen wahrscheinlich.
meine, ja gut, ne? Es sind halt Gespenster. Ja, falsche Richtung. Oder Geister oder Banshees oder keine Ahnung, wie Dark Souls sie nennt. Vielleicht kann man die normalerweise nicht treffen, sondern nur, wenn man Ghostbuster ist. Aber vielleicht braucht man eine spezielle Waffe oder einen speziellen Zustand, wenn man sie treffen will. Oder man kann sie generell nicht treffen. Man muss ihnen einfach aus dem Weg gehen. Auch denkbar. Ich meine, sie lassen ja auch von einem ab. Sogar relativ schnell. Was ein Hinweis darauf sein könnte, dass man sie nicht besiegen soll, sondern einfach nur aus dem Weg gehen soll und abschütteln soll. Aber vielleicht kann man sie mit Magie besiegen. Ich bin halt kein Magier. Aber verzaubern kann ich euch trotzdem. Okay, wir versuchen nochmal. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich New Londo gerade besser tieren könnte. Oder dass ich da gerade mehr Bock drauf habe. Sah irgendwie vielversprechend aus, als da rumzuklettern und nochmal runterzufallen. Dann gehe ich nochmal nach New Londo. Ich gehe mal davon aus, dass nirgendwo was drin ist, ne? Außer wenn die einen war, war es drin und das war auch wahrscheinlich der einzige. Aber der sah auch special aus. Okay, so. Also versuchen wir die mal zu umlaufen, zu ignorieren. Nochmal rechts die Algorithmus. Hier geht's tief runter. Glaube ich. Okay, wir gehen da hoch. Neue Geister. Oder vielleicht die gleichen. Bin ich ganz sicher. Das ist ja richtig unangenehm hier. Okay, das sind so viele. Oder es sind die gleichen und die verfolgen einen doch und gehen durch die Wände. Was ja typisch wäre für Geister oder Gespenster, ne? Doch erst nach diesen Dings, dass wir noch irgendwas brauchen, um gegen die zu kämpfen? Oder kann ich doch gegen die kämpfen und ich habe eine falsche Annahme? Versuch nochmal gegen die zu kämpfen, nur um zu überprüfen, ob meine Annahme wirklich korrekt ist, dass das nicht geht. Vielleicht kann ich sie auch nicht. Es wäre komisch, wenn ich sie parieren könnte.
sich das so knapp. Ich lese auch gerade mal nicht Chat, weil, weiß nicht, kann mir vorstellen, dass da immer wieder jetzt geschrieben wird, was ich angeblich tun muss. Und ja, will ich ja selbst herausfinden. Okay. Ist auch schon wieder so ein scheiß weiter Weg, ne? Hier geht's auch runter. Talk. Hm? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Ricky the Vinite. I was once an established smith, but look at me now. Can you believe it? Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinite. Schuhe. Ist halt schon OP. Reinforce. Ja, das im Prinzip ist das der Schmied, ne? Der scheint nichts Besonderes sonst zu können. Das kann ich hier kaufen. Heavy Soul Arrow. Keine Ahnung. Talk. Er ist halt eher so ein Priester. Nee, das ist kein Priester. Schuhe passen gar nicht. Sehr Ninja. Mönch. So ein Shaolin-Mönch. What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan? Eben. Smithing helps soothe my nerves. Don't let me wither away out of idleness. Hey, der hat schon so eine priesterliche Erscheinung. Kannst du nicht irgendwie meine Waffen so verbessern, dass die Let me have that, I am begging you. I am a craftsman of Vinheim. I'd go hollow before I pass him a flame through that. Okay. Klingt. Könnte gut sein. Oh, really? You are wonderful. I will forge a wicked masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of. Okay. Come back soon. Smithing helps soothe my nerves. Don't let me wither away out of idleness. Okay, also ich habe ihm jetzt was gegeben und er macht mir eine Waffe. Ich gehe davon aus, dass die Waffe, die er mir gibt, weil er so ein Priester ist, gegen die Geister hilft. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder weg, komme irgendwie wieder nach einer halben Ewigkeit und dann hat er eine Waffe für mich und dann geht's ab. Das heißt, jetzt geht's erstmal woanders weiter. So leite ich mir das her. Wahrscheinlich völliger Käse. Ja, genau, weiter nach rechts. Nee, der Schluss.
Ja. Huch. Na gut. Schadi. Vielleicht lieber so. Oder bringt Schild überhaupt irgendwas gegen die, ist die Frage. Habe ich noch nicht ausprobiert, ne? Weil ich instinktiv bringt es nichts, weil die haben so einen Knüppel. So eine Keule, würde ich sagen. Ich gehe davon aus, dass das so viel Wumms hat, dass das Schild nichts bringt. Und dass mir das die ganze Stamina kostet oder so. Da müssen wir mal gucken. Und wahrscheinlich habe ich gerade eben auch wieder Käse gemacht bei den Priester Schmied da. Wahrscheinlich hätte man irgendwas anderes machen sollen, müssen, tun. Aber was weiß ich schon. Was weiß ich schon. Na? Okay. Hätte ich die Geister auch treffen können, aber wenn ich durch das Gras gehe, kommt dieses Geräusch. Das hatte nicht den Eindruck gemacht, dass ich sie hätte treffen können. Außerdem erscheint es mir jetzt auch logisch, dass sie dass sie quasi durch Gegenstände durch können. Das ist nachvollziehbar. Ist das Geisterding halt. Wir machen zwei Hand am Anfang. Der Backstep voll. Voller Wucht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir schilden können. Ja, aber wie vermutet, kostet mir das richtig viel Stamina. Ich schätze die Entfernung irgendwie falsch ein. Wie beweglich sind die? Nicht so. Okay, ich konnte ihn nicht treffen. Ja, neue Gegnertypen, ne? Da muss man erstmal mal gucken. Was ist ein Dank? Schon ein Dank-Pi? Okay. Gut, hätte ich mich, glaube ich, anschleichen können. Ich steck fest. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Huh.
Einfach ganz ruhig um sie rumlaufen. Das klappt schon, die sind ein bisschen langsam. So, hier war irgendwo eine Leiter. Hier ist dieses Krabbelding, was man nicht anvisieren kann, aber nur sehr schwer. Wo war die andere leider? Hier, glaube ich. Ja. Da bin ich, glaube ich, gleich runtergefallen. Weil hier, glaube ich, so ein Insekt kam, oder? Oder was noch? Nee, das war noch eine Ebene tiefer. Da kommen sie. Warte, ich gehe mal hoch. Position, wo ich ihn nicht anvisieren kann. Sobald ich runtergehe, macht er mir bestimmt Damage. Ja, RIP. Doch nicht? Doch. Also klar. Ich kann ihn nicht treffen. Fliegt so hoch. Und Toxic macht super viel Damage. Habe ich irgendwas gegen Toxic? Poison? Eigentlich nicht. Hier ist was anderes. Da. Toxin. Ich bin eh schon fast tot. Komm, wir sterben jetzt. Dann kommen wir wieder 5 Estus wieder. Und dann machen wir sie richtig. Puh. Okay. Aber wie mache ich das denn, dass ich die nicht treffen kann? Und ich habe auch da nicht so viel Platz mit zurücklaufen oder so. Ich hätte natürlich jetzt auch das noch reinwerfen können, aber dann, ich habe davon nur 10 Stück. Und das, obwohl ich, glaube ich, schon ganz schön viele Bäume getötet habe. Den spare ich mir dann lieber, bevor ich dann nur mit einem Hit dann wieder sterbe. Ich denke, das ist nicht so sinnvoll. Kein Bonfire ist, ne? Da ist bestimmt eins, aber ich hab's noch nicht gefunden. Ich bin gerade überlegen, wie ich mit Sif weiter vorgehe. Vielleicht. Also Sif ist das Ding. Ich kann mir vorstellen, dass ich den sogar schaffen würde. Nur der Weg ist so weit, dass das voll viel Zeit beansprucht, bis ich da die 20 Tries oder so drauf habe. Wenn ich einen anderen Weg gefunden hätte, dann vielleicht. So schiebe ich den, glaube ich, erstmal nach hinten, bis ich ein bisschen stärker bin. Wenn ich keinen anderen Weg finde, dann beiße ich mir da nicht so die Zähne aus. Ich glaube, das ist ökonomischer. So,
So. Umlaufen ist natürlich auch so eine Sache, wenn zwei sind. Jetzt auch sowieso nicht. Ich habe auch nur einen getriggert. Versehen. Nicht zurückgewechselt. Warum? Warum unkonzentriert? Anvisieren. Herr Egon Ernzu, weißt du, das Ding ist, also wahrscheinlich habe ich sogar eine viel tolerantere Einstellung gegenüber Religion und Glauben, als du wahrscheinlich vermutest. Also, ich bin wahrscheinlich sogar der Einzige, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, Babanja, müsste man mal die anderen fragen, aber ich bin, glaube ich, sogar der Einzige, der die Existenz Gottes für möglich einräumt. Im Sinne von nicht nur, ich kann nicht darüber sagen, so von wegen agnostisch, oder wie das manchmal so genannt wird, sondern ich persönlich habe sogar eine gewisse Überzeugung, was Göttlichkeit sein könnte oder worauf das hinausläuft und sonst was. Wo ich mich nur gerade abfällig bemerkt habe, ist Pseudowissenschaften wie Intelligent Design. Und darüber äußere ich mich abfällig. Ja, das hast du richtig erkannt. Weil das einfach nur Blödsinn ist. Und Wissenschaftsverweigerung ist. Das hat nichts mit Religion oder Glaube zu tun. Das hat mit Leuten zu tun, die Unwissenheit von Menschen ausnutzen und daraus Kapital schlagen wollen. Da habe ich nicht so viel Toleranz für übrig. Nee, das passiert in der Wissenschaft nicht genauso häufig. Weiß nicht, aus welcher Ecke du kommst, aber ich weiß, dass unsere Gesellschaft oder Teile unserer Gesellschaft mittlerweile sehr wissenschaftsentfremdet sind und sehr wissenschaftskritisch eingestellt sind. Und ich finde das außerordentlich bedenklich, weil es gibt keine Alternative. Es gibt keine vernünftige Alternative. Simulationsargument, da habe ich sogar mal eine ganze ganzen Talk drüber gemacht, 2 Stunden oder so. Kurzum, ich halte nicht viel von Simulationsargument, aus mathematischen Gründen. Also das Argument ist einigermaßen okay. Aber die Implikationen
wenn das denn stimmen würde, sind aus meiner Sicht nicht haltbar. Ich glaube, ich habe das einfach daran demonstriert, dass man das mit der Rechenpower des gesamten Universums unter allen vernünftigen Annahmen, die man machen könnte, nicht mal ein Stück Würfelzucker berechnen könnte. Oder simulieren könnte. Wenn man es denn genau machen wollte. Und man müsste es ja genau machen, wenn man ein Universum simulieren wollte. Und deswegen, aufgrund der Rechenkomplexität, ist das eine absolut abwegige Vorstellung. Damit habe ich das begründet. Also, nach meiner Vorstellung kann man das Spiel treffen. Meiner Vorstellung ist das nicht möglich, Universen zu simulieren. Die einzige Möglichkeit, die es da gibt, wäre mit Sachen, die wir in Computerspielen zum Beispiel Level of Detail nennen oder ähnliche Dinge. Ist ja auch ganz. Das kann man voll weit führen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in so eine theoretische Diskussion einsteigen wollen. Aber ich halte das für abwegig. Das ist die kurze Fassung. Bin nicht sicher, warum ich der hat mich toxiniert, ne? Nicht die Insekten. Hier. So. Ich weiß nicht, warum es nicht funktionierte. Was ist ein Wegwissenschaftsleugner, ja. Warum hat sich Windows gemeldet? Ja, weißt du. Das Ding ist. Oh, wo fange ich da an? Das ist so. Ich könnte hier ganz groß ausholen und euch jetzt wieder 3 Stunden irgendwas erzählen von Aristoteles bis zur Stringtheorie, wie das Josef Gaffner so schön nennt, um euch zu überzeugen. Aber unterm Strich, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr sagt, ja, Wissenschaftler machen auch nur Geldmacherei und denen kann man eh nichts glauben, kann ich euch sonst was vom Pferd erzählen. Und ihr glaubt mir gar nicht. Sondern nur diejenigen, die sowieso schon die sowieso schon eher Rationalität und nicht Intuition in ihren Handeln einbringen. Und zwar in allen Belangen und nicht selektiv. Nur die würden sagen, jo. Klar, man kann auch andere Leute überzeugen und so, aber es ist super schwierig und man muss voll viel Energie da reinlegen, um irgendwas zu erreichen. Kein Backstep. Irgendein Grund. Ist noch nicht welcher. Ach du Emini. Okay.
aufgenommen, um das andere Thema aufzugreifen mit irgendwie, ich bin verallgemeinernd oder sonst irgendwas. Ich weiß meistens, wenn ich das bin. Und zum anderen, ich persönlich denke sogar über mich selbst genau das Gegenteil. Ich denke, ich relativiere vielleicht viel zu oft und bin sogar oft viel zu tolerant. Es gibt ja das Toleranzparadoxon zum Beispiel. Hopper. Und lass viel zu viel Sachen zu, die eigentlich nur schädlich sind. Wo ich viel häufiger sagen müsste direkt, nope. Lass ich mich gar nicht erst drauf ein. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel nochmal spielen würde, ehrlich gesagt. Also Dark Souls. Kann ich nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall mit Dark Souls sehr viel Spaß. Das kann ich schon so sagen. Aber ob es wert ist, das mehrmals zu spielen, das weiß ich nicht. Mal, wer weiß, wie lange ich daran sitzen werde. Ne? Ich muss eigentlich auf Abstand gehen und dann hauen. Wenn ich zu nah dran bin, dann treffe ich nicht. Bogenschütze. Kommst du runter? Da oben treffe ich die nicht. Vielleicht wenn ich in die Richtung gehe. Ja. Ist hoch, ne? Gehen wir mal weiter in die Richtung, wenn wir schon hier sind. Oder doch? Ich habe nur den Krug zerschlagen, aber ich lasse es mit so nah am Rand. Ich habe hier sehr schlechte Orientierung, glaube ich. Ist das ein Bonfire? Nee, das ist so ein brennender Käfer, oder? Ja. Sicher.
Masks of the Sealer. Tin Banishment Catalyst. Sieht cool aus. Kann man nichts sagen. So, laufen wir mal rum. So, was war mit der Waffe? Sieht stark aus. 145. Das ist sehr, sehr stark. Wenn ich den noch ein bisschen aufpumpe. Wo ist er? Da. Oh, 12, was ist das? Intelligence. Ach, das ist eine magische Waffe oder was? Oder wie heißt das Ding? Catalyst. Das ist ein Zauberstab oder was? Aber der hat auch physikalischen Schaden, 145. Müsste halt 3 Punkte in Intelligence packen. Und der skaliert halt mit Intelligence. R-Rating. Das Parameter-Bonus. Ja. Ich glaube, für Magier, also wenn man eine Magier-Klasse spielt, ist das, glaube ich, ziemlich krass. Sorcery Remedy. Bitte. Aber was kann das hier überhaupt? Turns enemy toxic, but also affects player. Andrujujus Fisal. Waste material. Throw at enemy to build up toxins. But also builds up your toxicity. Also, he stench makes it difficult to carry on this person. On turning an enemy. Enemy toxic inflicts high damage over a period of time. Okay. Warte mal, noch mehr. Temporary curse allows engagement with ghosts. Ah. Bin mir aber nicht ganz sicher, wo ich die her habe. Bin mir nicht sicher, wo ich die her habe. Aber damit können wir gegen die Ghosts kämpfen. Titanite Chunk. Die sind für den Schmied oder was das war wichtig. Wenn wir die... Das wollte ich mir eigentlich angucken. Das ist, glaube ich, zum Zaubern, ne? 16 Intelligence. Ja, das Zaubern. Okay. Ist hier irgendwo eine Leiter, die ich übersehe? Oder kann ich hier vielleicht einfach runterspringen und überlebst? Könnte sein, dass ich das überlebe? Ich würde vermuten, ja. Aber wir gehen erstmal den sicheren Weg. Von da. Die Leiter. Okay, Leiter wieder hoch. Ist das die Undeadburg, frage ich mich. Nee, oder? Oder vielleicht doch? Sicher. Nicht sicher. Na, machst du noch? Ich weiß nicht. Also weiß ich wirklich nicht. Ich glaube lang. Da.
Okay, das ist ganz schön fair. Schachtelt. Nennen wir es mal so. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Hier oben ist nichts auf dieser Ebene. Dieser Plattform. Also wieder runter. Aber wo denn dann hoch? Vielleicht mache ich auch einfach die Map auf. Man, da runter muss ich doch, oder nicht? Nee. Da war das... Da war ich gerade eben. Da, wo ich jetzt hingucke, hier. Da war ich gerade. Und da komme ich doch. Oder nicht? Oha, ey. Ich weiß es nicht. Und hier ist kein Weg? Gibt es einen anderen Weg? Es muss einen anderen Weg geben. Oder hat jemand die Leiter kaputt gemacht? Gibt es sowas? Also hier ist erstmal keine weitere Leiter, also gehen wir einen runter. Also ich glaube, hier lebt noch der Käfer, wir müssen aufpassen. Ach ja, wir sind über den... Stimmt. Wir sind gerade erst über den Baumstamm rüber, ich erinnere mich. Und... Ohne Springen gibt es keinen Weg zurück. Und Springen ist tödlich. Also gehen wir nicht diesen Weg. Sondern wir fallen hier runter. Und sterben einfach, weil das Fallschaden verursacht. Ich finde, ich hätte das überleben müssen. Bin ich einverstanden damit? Vielleicht kommt der männliche Nisa. Nee. Wieder nicht. Das war kurz davor. Gerade ich hätte im Augenwinkel was gesehen. Erneut.
Was ist denn, wenn man selbst nicht fährt, sondern die Erde nur auf einen zukommt? In deinem Inertialsystem ist das ja auch so. Lange gewartet. Am letzten Mal hat es nicht funktioniert, deswegen dachte ich, ja, jetzt muss ich mich aber ganz genau positionieren, aber dann merkt er irgendwann, dass man da ist. Ach du Mann! Dieses Hängenbleiben im Spiel, ne? Das ist das Schlimmste von allem. Nichts ist so schlimm, wie dass man hängen bleiben kann. An irgendwelchen Objekten, die da so random rumliegen. Das Schlimmste, ja. Da kommt der Akzent durch. Mitteldeutscher Akzent. Fisch. Er hat einfach nur falsch. Können die auch einfach ignorieren, ne? Ich meine, die sind ja recht langsam und wir steigen ja eh leider runter. Ich denke, wir können das mal versuchen, die einfach zu ignorieren. Mal gucken, ob die einen verfolgen. Ansonsten fallen mir noch diverse andere Möglichkeiten ein, wo wir mal wieder uns umschauen könnten. Versuchen wir das mal mit einfach vorbei. Oder ob die uns hinterher gehopst kommen. Käfer wegmachen. Uff, das war knapp. Das war knapp. Da habe ich mich zu sehr darauf verlassen, dass der schon automatisch die Leiter findet. Okay, jetzt gehen wir mal hier lang. So ein Blasrohr-Collision. Oh, die kommen von beiden Seiten. Das ist ja richtig gemein. Wie gehen wir da hin?
Treppe. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Von allen Seiten schießen die auf mich. Vielleicht. Vielleicht nicht chillen, sondern durchlaufen. Weil wenn ich schnell genug laufe, dann schießen die immer dahin, wo ich mal stand. Und dann treffen die mich nicht. Einfach wie der Wind. Neues entdeckt. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, aber... Oder... Plot-Twist. Wir töten jetzt Sif. Es ist dieser Try. Warum hat Maurice eine Mütze auf? Style. Ein Zweck. Skill Cap, richtig. Richtig. Der Zweck hatte ich die Mittel. Ihr seid. Ihr wisst genau, wo der Schissel sein Stissel hat. Nicht gut. Vielleicht, oder ist mir gerade mehr nach Menschen besiegen. Ich besiege jetzt die Menschen und dann besiege ich den Hund. In einen Abwasch. Ohne Spülmaschine. Die Pilze, ne? Irgendwann mache ich eine Pilzsuppe mit denen. Ich frage mich, welche Auswirkungen es gehabt hat, dass ich den Hund getötet habe aus Versehen. Weil ich konnte mit dem ja einen Deal eingehen, aber hätte ich niemals gemacht. Das nicht gut.
Ach, der kann auch mehrmals heilen. Ja, dann RIP. Der heilt ihn halt unendlich mal. Vielleicht lassen die irgendwann von mir ab. Nee, das zählt nicht. Das zählt nicht, Leute. Nee. Gibt einen neuen Versuch. Nee, wir machen was ganz was anderes. Oh, ich habe eine verrückte Idee, Leute. Jetzt geht's richtig rund. Wir gehen in die Undeadburg, weil da gibt's diesen einen Weg und ich will wissen, wie man da hinkommt. Oh ja. Jetzt wird richtig geforscht. Was Neues. Progress ist heute insane. Heute ist ja noch nicht vorbei. Warten mal ab. Kann mich kaum halten. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr Meister des Sarkasmus seid oder sehr leicht zu begeistern. Easy die sind. So, warte, lass mal hier hochgehen. Also bevor ich runtergehe, gehe ich hoch, weil das logisch ist. Hier ist nix. Muss mir nochmal alles angucken, ne? Ich weiß, ihr denkt euch jetzt, was? Da warst du doch schon. Warum gehst du da nochmal hin? Da ist doch gar nichts. Weil ich damals vergessen habe, dass man hier, wenn man Hellebarde auf Level 3 gelevelt hat, seine Hellebarde eintauschen kann gegen das Flammenschwert des Oculus. Wissen aber die wenigsten. Schon krass, ne? Also, ich bin, glaube ich, aus Versehen, wie ein Unfall, richtig gelaufen, dass ich zuerst in die Underberg gegangen bin, weil hier sind die Gegner viel einfacher. Man denkt so, ich mag gar keinen Progress, aber die Gegner hier, die schnitze ich alle mit einem Hit weg jetzt hier. Nicht so wie die Drachen, wo ich 100-mal drauf rumhauen muss. Ich weiß auch selbst nicht mehr genau, was hier war, ne? Ach ja. Ich glaube, diese Tür konnte ich noch nie öffnen. Aber erst hole ich mir das Flammenschwert des Oculus. I will stay behind to gaze at the sun. If only I could be so grossly incandescent. Oh, hello. The sun is a one. If only I could be so. Okay, Oculus.
Nee, Kamera. Die sind ja wild. Okay. Also ich kann entweder die Treppe hoch oder die Treppe runter. Treppe hoch. Treppe hoch. Treppe hoch. Moin. Ja. Da ist das Bonfire. Also geradeaus. Können ja eigentlich gleich mal hin. Mir die Estus holen. So, und jetzt kann ich hier wieder durch. Wahnsinn, neuer Weg, ey. Missionen sind die Hundis, ne? Moin. Wieso läuft hier kein Frogwave? BS wartet immer noch auf das Album. Frogwave ist so gut, ne? Das war auch ein One-Hit-Wunder. Da kannst. Ich weiß nicht, ob da ein Album möglich ist, du. Ich schätze bei denen aber auch. Die Abstände völlig falsch ein. Oh, das ist. Also völlig falsch. Ich denke mir so, okay, der ist richtig weit weg, ist er aber überhaupt nicht. Was bedeutet dieses Icon? Blutungsschaden könnte. Aber warum ist der Blutungsschaden kein Bluttropfen? Ah ja, weil der Slow-Ding schon ein Tropfen war. Na, in Schwarz, glaube ich. Leichen werden hier verbrannt, oder? Ja, sieht so aus. Ist dahinter was? Bevor ich zu nah dem Feuer gehe. Sieht nicht so aus. Lohnt nicht, dahinter zu steigen. Dann könnte man gucken, ob wir hier lang können. Sieht nicht so aus. Also runter hier. Entweder geht es jetzt weiter runter. Oder hier weiter runter. Wir gehen erstmal dort weiter runter. Ganz schön viele. Hallo. Können bestimmt anzünden. Sind bestimmt gefährlicher als die alten Verwirrten, die ich sonst gekannt habe.
Fuchtel. Scheint Sackgasse zu sein. Somebody. Please let me out of here. Somebody. Anybody. Help me. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Hier. Komm. Mach dir keine Sorgen. Ach, guck mal, der hat das gleiche Zeug an wie der Priester. Sorcerer. Okay, das ist für Zauberer. Katalyst. Katalyst scheint wirklich für Zauberer zu sein. Ist nochmal bestätigt. Was bedeutet denn Katalyst? Catalyst. I don't know. Warte. Was heißt Katalyst auf Deutsch? Vielen Dank. Was heißt Catalyst auf Deutsch? Catalyst ist Englisch und heißt Katalysator. Verstärker. Quasi. Brilliant. You opened the door for me. Jo. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vindheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Auf Vindheim, genauso wie der andere Typ, der die gleichen Klamotten hat. Das ist eine Gruppe, das sind die Vindheimer. Und die sind immer gefangen, das ist so ein bisschen ihr Ding. Oh, hello, I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Oh, hello, I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Okay, vielleicht ist das auch so eine Zauberergilde, mit der ich nichts anfangen kann. Ups, ich hatte ihn beinahe angegriffen. Naja. Kann ich in den Brunnen? Nein. Kann ich hier aufmachen? Nein. Da ist doch jemand. Das sehe ich doch hier. Die Füße da. Und nur die Tür aufmachen. Na gut. Was? Oh. Attentäter. Okay, auf geht's.
Warum muss die Tür so geöffnet werden? Kann die nicht da, also auf der anderen Seite sein, sodass man hier nicht so rumtänzeln muss? Ach, Mann. Die Welt könnte so einfach sein. So, Hunde. Ich habe gelernt, wesentlich früher schlagen, als man denkt. Noch früher. So, jetzt noch früher. Oder wir drehen uns einfach. Drehen ist das Ding. Attentäter. Und Hund. Okay, bei ihm funktioniert das nicht. Funktioniert das wirklich nicht. Ich muss mich heilen. Die sind schnell. Schwierig, Distanz aufzubauen. Mir läuft gleich jemand in den Rücken. War knapp. Ach, die können auch Fernkampf. Warum auch nicht? Irgendwie waren die schwieriger, als sie sein sollten. Da waren die drin, die ganze Zeit, und haben auf mich gewartet. Ja, war eine traurige Existenz. Der Mailbreaker, damit brechen sie die Spam-Mails. Stimmt, richtig schlecht. Da ist er. Sag ich doch, richtig schlecht, das ist ein Brieföffner. Stimmt, war in der einen Tür auch so ein Attentäter, ne? Würde ich jetzt von ausgehen. Da sind sie schon wieder. So richtig eine gute Orientierung hier. Verwinkelt. Okay. Uah! Die greifen einen so schnell an. Komplett verrückt. Jetzt. Einmal hauen lassen und dann schlagen. Vielleicht geht das. Vielleicht geht das. Ich glaube, immer wenn so eine Leiche in so einem, da ist ein Foggate, vielleicht ein Boss. Immer wenn so eine Leiche in so einem Fass ist, dann ist da auch Loot drin und sonst nicht. Aber sicher bin ich mir nicht. Deep Target Shield, okay.
Hier ginge es theoretisch auch noch runter. Jetzt gucken, bevor ich durch das Foggate gehe. Nicht, dass hier... Nee, hier ist auf jeden Fall ein längerer Weg. Im Bonfire übersehen. Wäre dann wieder ein langer Weg, wenn hier ein Boss ist, ne? Aber wir gucken mal, was uns hier erwartet. Ist aber ein bisschen doof, wenn man direkt geschlagen wird, ne? Muss ich schon mal Kappa Demon auf jeden Fall als der Gute. Nee, doch Kappa Demon. Das ist der Kappa Demon. Von dem habe ich schon mal gehört. Weil er so einen lustigen Namen hat. Verfolgen mich, ne? Ist gar nicht so eine schlaue Idee, einfach weg von denen zu laufen. Da sollte ich gegen die kämpfen. Wobei, ich habe nur 1 HP Damage oder so bekommen. Ja. Okay, sie sind schneller als ich. Einmal schlagen lassen, zurückschlagen. Einmal schlagen lassen, zurückschlagen. Scheint jetzt zu funktionieren. Die Diebe jetzt für immer verschwunden? Nee. Funktioniert bei denen auch. Relativ simpel, wenn man es weiß. Okay, jetzt synchron? Nein. Asynchron. Oh. Noch einer. Oh, wild hier. Okay. Also ausweichen ist gemein. Easy. Oh. Ich hab vergessen, den Jungen. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen. Beschäftige ich mich jetzt mit dem Kappa Demon oder gehe ich. Ich glaube, ich gehe hier erst runter. In der Hoffnung, dass hier ein Bonfire ist. Locked. Wahrscheinlich muss ich den Kappa Demon besiegen oder den Schlüssel, würde ich schätzen. Okay, oben könnte das Bonfire sein. Oder auch nicht, wir werden sehen. Ist nix. Kommen wir hier. Ich sehe nur Finsternis.
You still have your senses about you. Then why won't you buy some of my moss? I need your souls. Applies fire to right hand weapon. Klingt geil. Probieren wir mal aus. Come again, if you please. Wo ist es? Da. Mal kurz erst lesen. Nicht, dass das Ding die Waffe zerstört oder so. Applies fire to right hand weapon. Affected weapon inflicts fire damage for a short time. Particularly effective against corporeal creatures and undead who have an instinctual fear of fire. Da steht nichts von einem negativen Effekt. Use. Bleibt die Waffe jetzt so? Das muss einen negativen Effekt haben. Ich habe nie gesehen, dass jemand so rumläuft. Algorithmus. Ich habe eine Idee, wo wir rauskommen beim Drachen. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Geil. Irgendwo am Anfang. Oder? Ja. Aber ganz schön verwinkelt. Ich weiß nicht mal jetzt, ob ich den Weg noch zurückfinde. Ich bin jetzt schon verloren. Ach, über die Kanalisation. Ja, muss ja. Nee. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Firelink Shrine. Der Typ von Off Winheim oder wie das war, meinte, dass er zum Firelink Shrine will. Der Firelink Shrine ist das Startgebiet. Oder das Hub, oder wie auch immer man das nennen will. Gucken, ob er da ist. Ich glaube nicht, aber wer weiß. Doch, ist er. Pah! Wahnsinn. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Du bist super duper gut, kleiner Drei.
Danke, Mann. Du bist auch super duper gut, Seelensauger. Auch ein richtig guter Name noch. Oh, hello. Terrific to see us both in one piece. And pray that you never go hollow. Oh, hello. Terrific to see us both and pray. Okay, ich bekomme aber nichts von ihm. Ich dachte, jetzt geht's aber richtig los. Ich bin jetzt einer der Windheimer. Und kriege jetzt auch so eine schwarze Robe. Muss ich wohl noch mehr machen. Ich habe eine rote Robe, aber ich will ja eine schwarze Robe, weil ich Windheimer sein möchte. Schon ein bisschen hot. This is a wonderful place, don't you think? We have water, moss, moisture, these nice iron bars. I like it here, I really do. Nothing good ever happened to me in life. But now that I'm undead, I've never been happier. Ist glücklich. Was will man mehr? So you've come to this land at a bad time. There were nothing but hollows in these parts. Save for me, of course. You're undead too, aren't you? Ja, wir sind beide untot. Wir passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Go down along the side to reach the depths of the undead burg. Only unkempt crooks and liars to be found there. Hardly a place for a lady like myself. But who knows? Maybe you'd fit right in. Okay. Don't run off. Scheint so. Jetzt müssten wir uns den Kappa-Demon hier stellen. Dann bekommen wir den Schlüssel und können hier unten rein. Gehe ich mal von aus. Irgendwo. So, wie besiegen wir den Kappa-Demon? Also, beim letzten Mal haben wir direkt auf die Fresse bekommen. Ich gehe davon aus, also ich habe in der Ferne gesehen, wir kommen da hoch. Vielleicht müssen wir ähnlich wie wir es beim Taurus-Demon oder wie der hieß gemacht haben, machen. Erhöhte Position und dann auf den Kopf. Also. Okay. Ich habe was gelernt. Erstens, nicht anvisieren. Zweitens, der Kappa-Demon ist nicht der Gegner, sondern auch nicht die Hunde, sondern die Kamera. Oh. Eieiei. Bringt er mich einfach von hinten an, der Kollege. Also nicht anvisieren, glaube ich. Ansonsten springt die Kamera noch mehr rum als sowieso schon. Vor allem, weil die Hunde so rumspringen und die Kappa-Demon, glaube ich, auch. Hotdog. Yep, yep.
Sheesh. Wäre schon nice. Jetzt noch den Kappa, die wir machen, dann da unten in die Dings. Dann hätten wir heute auch Progress gemacht. Aber gut, wir haben den Drachen gemacht. Immerhin. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber der Drache erschien mir nicht so... nicht so schwer eigentlich. Braucht man nur Geduld. Martin, das ist korrekt. Hab ich einfach gegen die Wand gehauen. Noch schön den Eierlikör reinpfeifen hier. Auf geht's. Nicht anvisieren und versuchen, eine erhöhte Position zu erreichen. Das ist schon mal nicht so gut. Es macht den Eindruck, als wäre das eine außerordentlich auswegslose Situation. Aber diese Maus will an den Käse. Und ich dachte, ich kriege sie alle auf einen Streich. Das nochmal. Gedächtnis, ne? Egal. Wird schon nicht so wichtig sein. Gucke ich mir ein anderes Mal an. Heute sehr viel explored. Also das muss ich erstmal verarbeiten. Greif nochmal an. Greif nochmal an. Geht doch. Alles merken. Ich würde sagen, die fünf Drachen, die blauen, das war unser größter Erfolg heute. Bisher. Das war durchaus schwierig. Umso trauriger, wie gering der Lohn war. Nicht den Eindruck, dass der Ring mir irgendwie was gebracht hätte. Vielleicht benutze ich ihn auch nicht. Vielleicht muss ich ihn irgendwie aktivieren oder sowas. Schön gegen die Mauer schlagen. Das ist auch eine super Sache. Okay, Eierlikör. Auf geht's. Diesmal halten wir uns rechts. Wir versuchen da durch diesen Torbögen. Ja. Es ist ein Fortschritt. Besser als links. Okay. Könntest du auch auf die Seite gehen? Ja, fantastisch. Wie sie sich alle anstellen. Und so.
immer wieder das Gleiche, ne? Ja, mit zwei Angreifen ist nochmal eine Schichtel schwieriger mit dem Timing. Immer dieses, ja, ich schaff das schon, ihn noch rechtzeitig zu springen. Und dann springt er mich an wie so ein Düsenjet. Hier sind sie wieder an den Türen. Oh. Nein. Oh, joi, 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 joi. Wer hätte gedacht, dass die Meuchler meucheln können? Aber die dürfen wir nicht von hinten erwischen. Das größte Problem beim Kappa-Demon ist aktuell, ich bin noch nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Weil die springen mich sofort an und ich weiß noch nicht mal genau, wie die Area aussieht. Oh, hier. Wo ich kämpfen muss. Ich weiß noch gar nicht, wo ich mich in Deckung begeben kann oder sonst was. Hinten links ist eine Treppe, rechts ist so ein Torbogen, den habe ich ja genutzt, um wenigstens bis zur Treppe zu kommen. Ich glaube, also ich vermute, ich muss die Treppe hoch, es irgendwie schaffen, dadurch mich so durchzuwurscheln. Eieiei, dass die auch Wurfmesser oder sowas haben. Oh. Und wenn ich das habe, also wenn ich mich da durchgewurschtelt habe und auf der Treppe bin, gehe ich davon aus, dass der Kappa-Demon nicht auf die Treppe hochkommt, aber die Hunde. Dann mache ich die Hunde weg und wenn die Hunde weg sind, dann kann ich mich um den eigentlichen Kappa-Demon kümmern. Das ist der aktuelle Plan. Wahrscheinlich kann der Kappa-Demon aber auch einfach die Treppe hoch. Anvisieren hat irgendwie nicht geklappt. Ist immer so ein bisschen, ich glaube, man kann nicht um die Ecke anvisieren. Und manchmal hat man keine Sichtlinie. Rein, auch wenn er nicht komplett ist, aber wir müssen diesen ersten Dings hier überleben. Vermutung fast korrekt. Er kommt hoch, ist aber sehr langsam. Hier runter, hier haben wir mehr Platz zum Tanzen.
easy. Ja, und da ist auch noch der Schlüssel. Oh, Taktik ist sofort aufgegangen. Sich dann nur einmal durchlacken, dass einem nichts passiert auf dem Weg bis zur Treppe hin. Und dann ist easy going. Okay, so. Und jetzt darunter. Wie gesagt, ich habe noch nicht so ein... Warte mal, wo? Nee, rechts abbiegen, vorm Carper Demon. War das. Hier. Jetzt habe ich, glaube ich, den Schlüssel für da unten. Oh, jetzt haben wir noch einen Boss geschafft heute. Einen richtigen Boss, also einen mit Lebensbalken. Er ist jetzt, glaube ich, ein recht einfacher Boss. Weil er hat recht viel Damage bekommen. Vielleicht bin ich auch schon leicht overpowered für dieses Gebiet. Aber auf der anderen Seite... Besser, ich mache ihn jetzt als... Noch später im Spielverlauf, wo ich noch stärker bin. So. Ja, siehst du mal. Death. Okay. Was erwartet uns denn in den Tiefen? Irgendwie bekannt vor? Nee, das ist nicht die Kirche. Ich dachte kurz, ob das die Kirche ist. Aber ist es nicht. Hä? Ah, hier. Habe ich schon gedacht, dass sie das können. Habe ich mal gewundert, dass es doch nicht passiert ist. Ja. Und die sehen, wie viel waren das? 8000. Naja, ist jetzt nicht die Welt, aber kann man schon wiederholen. Schon wiederholen. Wisst ihr, was richtig OP wäre? Vielleicht gibt's das sogar. Dass man beim Händler einen Bonfire kaufen kann, dass man selbst irgendwo hinstellt. Das wäre das 10 von 10 Item einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das auch nicht gibt. Weil das ist, ich habe das ja schon öfters gesagt, Dark Souls ist eigentlich in vielerlei Hinsicht ein typisches Konsolenspiel. Und ein Kennzeichen von Konsolenspielen ist, es nicht frei speichern zu können oder ähnliches, sondern Checkpoints zu haben. Deshalb, ja, yeah, gibt es wahrscheinlich nicht. Trotzdem wäre das sehr cool. Nein! Oh. Oh.
Okay, ich freue mich, dass das passiert ist, weil es war eine sehr schöne Animation. Es hat mich überrascht, mit wie viel Liebe hier der Animator das gemacht hat. Das kann man an der Stelle auch mal wertschätzen. Eierlikör. In die Tiefen. Ich glaube, das sind ja die gleichen. Ich glaube, die haben sogar die gleichen Attack-Möglichkeiten, Animationen und so. Nur die haben andere Waffen. Die haben so kleine Kurzschwerter oder ähnliches. Ja, einen Schwerter. Und die anderen haben halt Fackeln. Welchen? Na klar, die sehen auch schon mal ähnlich aus. Aber wenn ich mir so angucke, wie die sich bewegen und so, das ist, glaube ich, 1:1 das gleiche. Der Animator, der den Dieb Meuchler da designt hat, hatte leider keine Zeit, andere Animationen für die Fackelträger zu machen. Ja. Yeah. Was? Aha. Der Butcher, der Koch, ist da unten am Wüten. Vielleicht gibt's Hotdog. Köchin? Weiß ich nicht. Ist das der Koch? Ja, das ist der Koch. Hallo Koch. Es würde mich freuen, wenn du dich entfernen würdest. Lecker essen! Yeah, perfekt. Der Junge macht doch jetzt hier nicht die ganze Einrichtung kaputt. Wir müssen doch noch von irgendwo von essen. Lecker Hotdog. Oh, ein Sack! Das ist bestimmt für den Kopf. Perfekt. Kann man den umwerfen? Nee. Oh, Hund. Der sollte eigentlich gerade noch verarbeitet werden. Rennen.
ist ein hyperaktiver Hund. Das sind ja meine allerliebsten. Diese kleinen Kläffer. Hier geht's runter. Könnte ein Geheimweg sein. Noch niemand vorher gefunden. Large Ember. Ember gebe ich immer irgendwelchen Leuten und dann regt ihr euch auf, weil ich das gegeben habe, ne? Was ist da unten? Irgendwie Angst, ins Wasser zu gehen. Wasser war bisher nie eine gute Idee. Wir gehen erst den Geheimgang. War das eine gute Idee? Hier komme ich niemals mehr zurück. Was ist da unten? Eine riesige Ratte. Ich komme hier niemals zurück. 12.000 Seelenrip. Also, nur mal hypothetisch, wenn ich die Ratte töten wollen würde, von oben kann ich doch so einen Slam machen und hi-ja! Hat nicht funktioniert. Ach komm, radikal! Eieiei. Okay, irgendwie überlebt. Ist das ein Bonfire? Nein, das ist Hundescheiße. Schlüssel. Tod. Noch ein Rattus. Es gibt nur diesen Weg. Also vielleicht können wir in die Fluten. Wirklich, dass man das überlebt? Ich glaube aber nicht. Auch keine Estos mehr. Ratto. Oder da lang. Ratto. Wo willst du mich hinführen? Wohin willst du mich baiten, hä? Na! Ah! Scheiße. Scheiße. Poison. Heilen. Und zwar mit reduces Poison, build up Curse Poison. Wahrscheinlich. Oder reduce. Ich weiß nicht genau. Ja. Also theoretisch könnte ich auch so eine Humanity nehmen, um mich zu heilen. Ne? Warum spiegelt das hier so? Ah, wegen der Flamme spiegelt das so. Bin ich? Was passiert hier? Ein Frosch. Der hatte doch eine Schallblase, habe ich doch genau gesehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin, ne? Aber ich bekomme jetzt... Wie soll ich denn noch so wenig leben? Hat der Frosch mir Schaden gemacht? Ich werde hier nie wieder rauskommen. Lieber töten, als dass sie mir hinterherläuft und in den Hintern beißt.
Was, warum leuchte ich überhaupt so? Oben links ist ein lila Buff. Vielleicht wegen dem Zeug, was ich benutzt habe. Was ist das? Müll. Lebender Müll. Echt beeindruckende Sterbeanimation dafür, dass sie nur 100 Seelen geben. Moin. Aye, Shemai. And good day to you. I'm Donald of Xena. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Was? I'm afraid I don't see anything here. Also. Die 14.000 Seelen, sind die nicht einfach sowieso RIP? Sollte ich nicht jetzt einfach mein Geld ausgeben? Weil ich hier nie wieder hinkommen würde. Hier zum Beispiel so ein Kristall Straight Sword. Oder hier, Kristall Great Sword. Oder das Schild. Wie sind die denn so? Nur mal so hypothetisch. Kann ich das benutzen? Ja. Das Schild, guck mal, das macht 70 Angriff. Das ist, glaube ich, gut. Well, that is a shame. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday, sometime. Nee. Guck mal, der hat nur 66. Ist besser als meiner. Parameterbonus D. 130, 65, 50, 56. Kann man nicht irgendwie vergleichen? Nee, leider nicht. Parameterbonus auch D. Das ist auf jeden Fall mehr auf der rechten Seite bei Damage Reduction. Das ist schon eine gute Seite. Das ist solide. So wie sieht es hier aus. 190 plus 76 ist besser, glaube ich, als mein jetziger. Also, Crystal Greatsword und fucking Crystal Shield. Oder? Warte mal, wie viel Strengths und so weiter braucht das denn? 14, 20, 10. Upp. 20, 10. Well, that is a shame. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every yeah. It was meant to be. There'll be more in store for us. Someday, sometime.27, 13. Könnte ich alles benutzen. Wie stark war der hier nochmal? 172. Plus 50. 172 plus 50 war der. 172 plus 50. Ist viel stärker. Okay. Yeah.
Yeah. Thank you. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll meet again soon. And we'll make another fine trade, of course. Ich mache das vor allem auch deshalb, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich diese Seelen hier jeweils wiederbekommen würde. Ich bin so verlaufen. Locked. Okay. Okay, wir haben natürlich viel weniger Reichweite mit der Waffe, ne? Aber Damage 300 auf die Nuss. Sieht aus, als könnte hier ein Bossfight stattfinden. Da ist sogar ein Foggate. Was wäre mir lieber? Es ging auch ein Weg nach unten. Irgendwie ist es auch mal angenehm, wieder neue Sachen zu tragen. So dran gewöhnt. Auch mit der Gargoyle-Hellbeard, oder wie das Ding hieß, zu kämpfen. Aber ich glaube, das Schild habe ich sogar schon ein paar Mal gesehen bei so Leuten wie Leon oder so. Ich glaube, das ist ein gutes Schild. Heavy Crossbow, Heavy Bolt, okay. Waffe weiß ich nicht. Ja, wir kriegen einfach auf die Fresse, machen wir mal nicht. Wir haben eh kaum Leben. Aber gut zu wissen, also es gibt einen Boss in der Kanalisation, in der man sich verläuft. Ich könnte mich halt mit Humanity heilen. Ich glaube, ich mache das sogar. Hier, use to gain one humanity plus greatly restore HP. Okay. Ich fände es echt nice, wenn ich das überlege. Könnte ein Ausgang der Kanalisation sein? Nee, doch nicht. Okay, lass es mal logisch denken. Wir sind irgendwie in den Untergrund, in den Depths. Wenn ich hier wieder raus wollen würde, muss ich immer nach oben gehen. Ja! Hohoho! Das ist ein größerer Erfolg als irgendwelche Bosse besiegen.
Oh. Vielleicht ist das sogar ein guter Ausstieg. Dann können wir bei hier beim nächsten Mal weitermachen. Wir haben jetzt auch schon 2 Uhr und wie gesagt, ich würde auch gerne morgen bei Minecraft mitspielen oder nicht irgendwie halbtot rumhängen. Vielleicht ist das ein guter Ausstiegspunkt. Wir haben noch einen Boss besiegt. Wir haben die Option auf einen weiteren Boss. Ich weiß nicht genau, was da auf uns wartet. Aber ich glaube, ich schaffe das auch jetzt auch nicht mehr. Wir sind jetzt ja auch schon hier. Wie lange sind wir am Start? 8 Stunden etwa. Langsam, weiß ich nicht. Langsam ist es schwierig mit der Konzentration. Also, ich würde sagen, wir machen für heute Schluss hier. Oh. Bin ich aber happy, dass wir noch was geschafft haben. Oh, welchen Boss? Den Kappa Demon haben wir noch geschafft. Ansonsten, ich weiß nicht genau, was unser vor uns ist. Natürlich haben wir noch den Drachen geschafft und den zähle ich mal nicht so richtig mit. Ich glaube, wir haben noch ein paar andere Minibosse. Ich weiß jetzt nicht, was da alles als Miniboss zählt oder nicht. Ich glaube, die Ratte ist jetzt nicht so stark gewesen unterm Strich. Aber wer weiß, vielleicht ist die Ratte ja ein absoluter Endgegner normalerweise. Ja. Was haben wir denn so? Wie wär's denn mit... Ach, gucke mal. Das ist doch eine gute Idee. Ich schicke euch noch zu dem guten Funk. Den könnt ihr auch lieb grüßen. Ich hab's euch immer mal wieder vorgelesen. Dann könnt ihr mal gucken, was da in den letzten Minuten auf jeden Fall hinzugekommen ist. Und zwar der Kriker 96. Dann der Dolores H. Hayes, der Seelensauger. Den hatten wir, glaube ich, sogar. Du bist super duper gut, kleiner 3. Areola 596 war noch dabei. Simmeseed und Carnilev und Levo 12, Amazon Twitch LOL und schreibt: Moin, wieso läuft hier kein Frogwave? Genau, das hatten wir alles. Ansonsten, ja, danke fürs Zusehen. War mir wie immer ein Fest, eine Freude, eine Wohltat, ein innerliches Blumenpflücken. Es war eine Herausforderung gleichermaßen wie eine Belustigung. Und vergesst nicht, euer Horoskop zu befragen, wen ihr wie morgen ansprechen solltet. Die große Liebe wartet auf euch. Ich glaube daran ganz, ganz fest, auch ihr findet eure große Liebe oder Glück im Spiel. Beides kann man nicht haben. Ich habe beides nicht. Und vor diesem Hintergrund, gute Nacht.